Hallo Linux-Freunde, hier ist Joe. Ich habe mir heute Antergos in der neuesten Version mit dem Desktop Mate installiert. Warum habe ich das gemacht? Ja, weil man mit Antergos und damit mit Arch immer das Neueste hat. Zum Beispiel habe ich hier Mate Desktop 1.18. Da ist Ubuntu zumindest in der 16.04 LTS-Version sehr weit hinten. Und wir haben natürlich hier auch den neuesten Kernel. Und wenn man sehen möchte, was es alles Neues gibt, dann ist Arch immer ganz gut. Also, wie man sieht, hier ist der Update-Benachrichtiger. Und es sind hier insgesamt 98 Updates verfügbar. Also jetzt sucht er das alles, was da alles geht. Und das ist bei Arch natürlich ein bisschen anders als bei Ubuntu. Da muss man schon dahinter sein, sonst passt eines Tages irgendetwas nicht mehr so richtig zusammen. Man sieht, das ist jede Menge. Und wenn ich jetzt auf Übernehmen drücke, dann bringt er mir eine Warnung. Abhängigkeitszyklus entdeckt. Device Mapper wird vor seiner Abhängigkeitssystem D installiert werden. Das heißt, hier haben wir schon einen Konflikt und deswegen werde ich das jetzt mal nicht machen, denn ich weiß nicht, was da passieren wird und ich möchte ja jetzt das Video fertig machen. Ich mache das vielleicht am Schluss, um zu sehen, ob es funktioniert. Wir haben hier das Menü. Das ist das sogenannte Advanced Menü und zwar heißt es hier das Linux Mint Menü, wenn man das aktivieren möchte. Das gibt es bei Ubuntu Mate auch, da muss man es aber extra aktivieren. Und hier ist das standardmäßig schon da. Also wir haben hier die Orte, System, die Favoriten und wenn man hier auf All Applications drückt, dann kommen die Kategorien und dann auch die Anwendungen. Was hier sofort auffällt, es ist nicht durchgängig deutsch übersetzt. Also wir haben hier die Places statt Orte. Wir haben aber hier zum Beispiel Bürografik und auch die Systemwerkzeuge. Und dann haben wir hier aber wieder das Control Center. Also da müsste man noch ein bisschen nachlegen, um das zu aktualisieren für Deutsche. Ich gehe gleich mal ins Control Center. Wer Mate kennt, dem wird das alles bekannt vorkommen. Es schaut sehr ähnlich aus. Wir haben hier auch die verschiedenen Kategorien. Wir können hier die Firewall aktivieren. Hier ist Bildschirmeinstellung, Klang und so weiter. Und dann haben wir hier das Erscheinungsbild. Auch das ist wie bei Mate üblich. Wir haben hier ein bisschen andere Themen. Das sieht man daran, wenn man hier zu anpassen geht, dass Numix Frost installiert ist beim Fensterinhalt und auch beim Fensterrahmen. Und bei den Symbolen haben wir Numix Square, also dieses flache Design. Man kann natürlich auch die herkömmlichen Mate-Themen wie Black Mate, Blue Manta, Blue Submarine und so weiter dann installieren und dann schaut es eigentlich wieder so aus, wie man das von Mate auch gewöhnt ist. Ja, was mir hier fehlt, das ist Mate Tweak, denn da kann man schon einige Dinge einstellen, die ich ganz wichtig finde und deswegen werde ich das jetzt nachinstallieren. Dazu gehe ich zu allen Anwendungen und Software hinzufügen und entfernen und da haben wir ihn jetzt, das ist PMAC. Ja, ich habe ja im letzten Video PMAC und Pac-Man durcheinander gewürfelt und wurde dankenswerterweise darauf aufmerksam gemacht. PMAC ist also das grafische User Interface für Pac-Man und es gefällt mir aber dennoch nach wie vor besser als Octopi. So, und da suche ich jetzt mal Mate Tweak. Das haben wir hier. Man sieht, es ist nicht installiert und das mache ich jetzt aber. Ich mache durchführen, ich brauche mein Passwort und da habe ich mich anscheinend vertippt.
Ja, jetzt läuft's. Und jetzt macht er das. Und er installiert jetzt Smart Tweak Tool in der Version 17.10. Und da ist es auch schon. Wir machen es mal auf. Und da kann man jetzt zum Beispiel die Schreibtischsymbole entweder komplett deaktivieren oder eben einzeln, wenn man zum Beispiel keinen Papierkorb haben möchte. Oder man fügt ihn wieder hinzu. Man kann Animationen aktivieren. Hier hat man die Fensterverwaltung. Da ist momentan Marco und MetaCity installiert. Und Compiz könnte man jetzt auch auf dieselbe Art und Weise nachinstallieren. Das dauert aber ziemlich lange. Der Kernel ist hier ein 4.11er Kernel. Sehr, sehr aktuell. Wer einen ganz neuen Rechner hat, kann das mal ausprobieren, ob das funktioniert. Schauen wir uns jetzt mal die Leiste an. Das habe ich nicht so vorgefunden, wie es jetzt ist. Das war alles gesperrt und ich habe das jetzt mal entsperrt, damit es jetzt schneller geht bei dem, was ich zeigen möchte. Was ein bisschen seltsam ist, ich habe hier den Haken grau, aber der Haken ist noch da. Und wenn ich das jetzt sperre, dann ist der einzige Unterschied, dass das so hellblau ist. Und da sieht man letztendlich nicht so genau, was man da tut. Und das kann man jetzt hier verschieben, links oder rechts. Das finde ich immer ganz schön bei Mate, weil man sich das so einrichten kann, wie man es gerne hätte. Und ich habe ja vorhin schon erwähnt, das ist also jetzt das Linux Mint Advanced Menü. Und es gibt hier noch andere Möglichkeiten. Dazu muss man Rechtsklick auf die Leiste und dann zur Leiste hinzufügen und dann sieht man, was man hier in die Leiste integrieren kann. Was jetzt da ist, ist hier dieses Mint-Menü. Da hat man natürlich auf das Linux Mint Logo verzichtet und das Antergos genommen, aber es ist es. Und es gibt das kleine Hauptmenü von Mate und es gibt auch das Brisk-Menü. Und das werde ich jetzt mal hinzufügen. Hier ist es. Und dann schauen wir uns das mal an. Also das ist das Brisk-Menü, das ja von Solos kommt. Wir haben hier ein Suchfeld, wir haben Kategorien, die Steuerzentrale und dann haben wir hier die Anwendungen. Das ist klein, aber fein. Ist wie ein Whisker-Menü. Bloß kann man hier die Größe nicht einstellen. Ja, was mir hier aber aufgefallen ist, wenn man hier zum Beispiel hergeht und sagt, ich möchte diese Menüs editieren. Ja, das kennt man ja. Und ich möchte jetzt Entwicklung dabei haben. Ja. Und jetzt schaue ich mal. Und da ist aber jetzt Entwicklung trotzdem nicht dabei. Also, das Brisk-Menü wird durch dieses Edit-Menü nicht angesprochen. Hingegen das Hauptmenü, das ich vorhin gezeigt habe, das wird schon angesprochen. Das heißt, man kann das Brisk-Menü nicht in dem Maße editieren wie das Hauptmenü. Ich zeige das jetzt gleich mal. Also ich hole jetzt mal das Hauptmenü. Das ist das hier. Das schaut so aus. Man sieht hier, die Entwicklung ist da. Ja, und jetzt werde ich hier auch mal dasselbe machen und werde das mal ein bisschen editieren. Menü bearbeiten, dann haben wir hier auch dasselbe, was wir gerade eben gesehen haben. Und ich werde jetzt zum Beispiel mal Barrierefreiheit hinzufügen und ich werde die Barrierefreiheit jetzt nach unten verschieben und werde es an letzter Stelle setzen. So. Okay, und jetzt schauen wir uns das mal an, ob das funktioniert hat. Nein, das hat nicht funktioniert, aber das war auch ein blödes Beispiel, weil keine Barrierefreiheit Anwendungen drauf sind. Also, ich muss jetzt nochmal rein, damit man das sieht. Und ich muss jetzt nochmal das Menü bearbeiten. Und ich mache jetzt mal Bildung
und Büro weg. So, das ist jetzt weg. Hier sieht man, das hat funktioniert, aber hier ist Bildung und Büro immer noch drin im Brisk-Menü. Das heißt, Brisk-Menü kann man nur nehmen, wenn man hier nichts verändern möchte. Ansonsten ist man besser bedient mit dem Hauptmenü. Und jetzt schauen wir mal, was hier passiert ist. Und hier sieht man, da ist Bildung und Büro jetzt auch weg. Also beim Mint-Menü geht es auch, dieses zu verändern, aber nicht beim Brisk-Menü. So, wenn man jetzt das Menü austauschen möchte, wenn man dennoch das Brisk-Menü haben möchte, dann kann man das ganz einfach verschieben, ja, hier nach vorne, und dann löscht man einfach das erste weg. Ich mache das jetzt mal nicht, aber hier aus der Leiste entfernen, und dann wäre das weg. Aber man sieht schon, wie das uneinheitlich ist. Also hier bei dem heißt Preferences und Edit Menü. Hier heißt es hingegen Menü bearbeiten. Und hier heißt es Edit Menüs. Also es öffnet zwar dann auch genau dasselbe Menü, aber man kann es beim Brisk-Menü nicht editieren. So, ich werde jetzt mal das Brisk-Menü wieder entfernen und das Hauptmenü letztendlich auch. Was ich immer ganz gut finde, wenn ein Ausschaltknopf in der Leiste ist, und deswegen werde ich den jetzt hinzufügen. Da ist er. Mal sehen, was es sonst noch so gibt. Ja, das reicht jetzt erstmal. Die Uhr ist auch da. Okay. Jetzt schauen wir nochmal an, was für Anwendungen da sind. Also wir haben gesehen, Moment, das muss ich jetzt wieder aktivieren. Ich habe ja Büro weggetan. So, und jetzt sehen wir das aber auch wieder. Im Bürobereich haben wir natürlich LibreOffice. Das ist nicht sehr aggressiv. Und da schauen wir mal, was das für eine Version ist. Ob das was Neueres ist. Da haben wir 5.3.3.2. Okay, wir haben Linux 11. Ja, das ist schon recht neu. So, jetzt versuche ich mal die Updates zu machen. Und ich schaue mal, ob das funktioniert. Das wird natürlich eine Zeit dauern und ich werde mal diese Warnung jetzt ignorieren, weil es ist ja nur in der VirtualBox. Und dann werde ich mal den Test machen, ob mein System dann noch funktioniert, wenn ich jetzt dieses Update machen werde. So, ich denke, das wird jetzt ein bisschen dauern. Er muss jetzt einiges herunterladen. Alleine 7 Minuten zum Herunterladen. Deswegen mache ich jetzt hier eine kleine Pause. Also, wie man sieht, hat alles geklappt. Meine Sorge war anscheinend unberechtigt. Aber man hat von Arch ja schon einige Sachen gehört, dass es eventuell noch einem Update nicht mehr funktioniert. Das ist hier nicht der Fall. Also alles okay. Das, denke ich, soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr einen Like, Daumen vergeben, ihr könnt ein Abo machen und ihr könnt einen Kommentar hinterlassen. Wie auch immer, beste Grüße, euer Joe.